una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está. Y no me importa confesar mis penas, y qué me importa que vean mi dolor. Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solito estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará. Ja, jetzt bin ich nochmal hier runter an den Strand gegangen mit dem Handy. Und film nochmal direkt das Wasser hier am Strand. Jetzt geht die Sonne gerade weg. Da hinten noch so zwei Restaurants. Obwohl in dem hinteren muss man zahlen. Das ist nicht inklu. Ja, dann habe ich hier den Hotelkomplex. Da hinten oben ist mein Zimmer. Ja, hier siehst du, die liegen alle. Jetzt gehe ich mal weiter hier am Strand lang. Da hinten ist die Banane, die Spaßbanane. Ja, da draußen, das habe ich neulich schon mal probiert zu fotografieren. Kann man vielleicht erkennen, ich versuche mal zu zoomen. Das ist ein natürliches Riff. Und da bricht sich das Wasser, die Wellen natürlich. Und dadurch ist hier so ein richtiges Becken entstanden. Und hier ist halt nichts. Keine Quallen, keine Krebse, keine Haie, kein was weiß ich. Richtig schön. Ja. Da ist der Hotelstrand schon zu Ende. Da sitzt auch die Polizei. Und das da ist der VIP-Bereich. Da steht dann auch schon mal eine Flasche Shampoos neben der Liege. Aber das sieht schon toll aus. Aber da muss man halt auch extra für bezahlen. Das ist dann der Komplex, in dem man wohnt. Ja, so ist das. Jetzt gehe ich nochmal mit euch da ans Ende. Was Auto? Kilometer. Und hier ist dann das Ende vom Hotelstrand und da geht's weiter in die Stadt. Hier kann man noch was kaufen. Hola! Yep, thank you. El gigante DJ Aneudi. Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a gozar. Noche en mi habitación, porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser. Ese poema que siempre anhelé, me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí la fantasía que siempre anhelé. Me siento niño y anciano a la vez. Tú serás mi novia, mi amante y mujer. Voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a gozar
una noche en mi habitación, porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser. Ese poema que siempre anhelé, me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí. So, ihr Lieben, ich mache jetzt mal ein kurzes Video. Augenblick mal, hier bin ich. Tada! Ich habe ein Pärchen kennengelernt aus London, ganz witzig. Sind hier zum, Honeymoon, Hochzeitsreise. Und ist ganz witzig. Die sind jetzt beide unterwegs und gucken sich die Insel an. Ich werde hier noch ein bisschen filmen. Oh, das ist der Typ, der mir die ganzen DVDs verkaufen will. Oh, just to make a movie. Hola, eso. My big brother Dominican is a good guy. Hola, Coca-Cola. Ja, das ist, wie soll ich sagen? Man kann es kaum in Worte fassen. Das ist wirklich hier wie in der Bounty-Werbung. Oh, this is my friend. My friend Kike. My friend. I am Kike. Kiki. Yes, come here in the Paradisos Saona. If you come in Republic Dominica, you come in Saona, you not come in Republic Dominica. Come in here. Because this is the life. And there are the good girls, Dominican girls, every time. I think they made the movie here called Pirates of the Caribbean. Is it right to say? Paradiso. Yeah, es ist einfach atemberaubend. Hört sich so hochgezogen an, ne? Atemberaubend. Nee, es ist wirklich irre. Also, wir haben erzählt, dass hier nicht nur die Bounty-Werbung und die Bacardi-Werbung gedreht wurde, sondern auch Fluch der Karibik wurde hier in der Nähe gedreht. Naja, vielleicht ist das nur ein Joke, aber sieht so aus. Ist schon cool, muss ich sagen. War ein Erlebnis oder ist ein Erlebnis. Da hinten sind die Toiletten, da war ich noch nicht. Vielleicht sollten wir sie mal noch ein bisschen filmen. Da war ich noch nicht, aber das werde ich mir sicherlich nochmal angucken, auch wenn ich nicht auf Toilette muss. Ja, wir warten jetzt auf 13 Uhr, dann gibt es hier Buffet. Und irgendwann geht es dann auch wieder zurück. Ich traue mich gar nicht, jetzt mal an den Strand zu gehen und zu filmen. Ich warte mal, bis die beiden wieder da sind und dann werde ich mal direkt am Strand ein bisschen filmen. Es ist einfach unbeschreiblich. Es ist richtig, richtig, richtig toll. Hat sich gelohnt, auch wenn ich für den ganzen Trip hier 70 Euro bezahlt habe. Aber ja, das ist schon irre. Echt. Ja. Soll ich euch mal meine Tasche zeigen? Peinlich, echt. Ich hab nichts anderes mitgehabt. Guck mal, wo meine Klamotten drin sind. Eine Tüte von Sky. Oh ey, man gut, mich kennt hier keiner. Ja. So. Da sind noch ein paar Palmen und hier seht ihr mich nochmal. Coole Nummer hier. Echt. Se fue, me niego a creer que se fue. Y tú que viajas si algún día la ves. Cuéntamelo. Dime si llega en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Si aún soy el dueño de su gran sueño. Prometo que si la
pasa si algún día la ves? Cuéntamelo, sí, cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Abrázame, no quiero que tú me guardes rencor. Bésame, no pienses que ya lo nuestro acabó. No quiero que tú te marches, no me dejes solo, sino que tengo a mi vera. Ja, ich bin jetzt ein Stückchen weg vom Hotel. Ist schon crazy, muss ich sagen. Also, man läuft hier immer auch tagsüber mit ein bisschen komischen Gefühl rum. Das muss ich sagen. Ja, da unten ist der Strand. Ich gehe jetzt einfach mal da hinten weiter in die Richtung. Da ist ein einheimischer Bus. Yo! Ist alles schon ein bisschen, naja, ich will nicht sagen beängstigend, aber ist halt nicht Kiel. Na, also. So, so laufe ich hier mal so rum. Alle schreien mir hinterher und wollen irgendwas von mir. Keine Ahnung. Naja. Oh. Sollte vielleicht mal runter von der Straße, wa? Ja. So sieht's hier halt aus. Da hinten. Ah, jetzt filme ich natürlich gegen das Licht, das ist ein bisschen doof. Aber nun ja, vielleicht könnt ihr das ja ein bisschen sehen. Drehe mich nochmal um. Oh, da kommt ein Auto. Da ist das Hotel. Komische ist, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen, ich bin überall gehupt. Das Komische ist, dass man immer denkt, jetzt reißt einem gleich irgendeiner das Handy aus der Hand. Oh, den würde ich dann rauf damit. Ja, jetzt kann ich hier noch mal so rum. Da sitzen ein paar Chicas. Ja. So ist das hier. Porque tú mi amor secreto eres llamarte de mí.
Si quieres tú quiero yo, si tú me dices que no te olvides jamás. Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para llegarte a olvidar.